Der Ökostrom kommt doch sicher woanders her. Braucht man da nicht eine andere Leitung? Nein, Paul braucht nicht zu befürchten, dass in der Wohnung seiner Familie bald die Handwerker anrücken und extra Leitungen für den SWU-Naturstrom verlegen. Denn egal, für welchen Strom sich seine Eltern entscheiden, er kommt immer durch die gleiche Leitung. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Es ist nämlich stets der gleiche Mix aus verschiedenen Stromquellen, mit dem die SWU ihre Kunden versorgt. Völlig unabhängig davon, ob man SWU-Naturstrom oder SWU-Schwabenstrom bezieht. Stellt euch am besten einen großen See vor. In diesen See strömt aber kein Wasser, sondern Strom. Und zwar Strom aus ganz vielen verschiedenen Quellen. Strom, der mit Kohle oder Erdöl erzeugt wird, Strom aus Kernkraft und natürlich Strom aus erneuerbaren Quellen, wie Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie oder Biomasse. Diese ganzen Stromarten vermischen sich in diesem See zu einer riesigen Strommenge. Und keiner kann mehr sagen, welche Teile aus erneuerbaren Quellen stammen und welche aus Kernkraft. Ihr meint, dann ist es doch völlig egal, ob eure Eltern SWU-Naturstrom beziehen oder nicht? Nein, es ist sogar ganz wichtig, dass sich immer mehr Menschen für Strom aus erneuerbaren Quellen entscheiden. Denn sie fördern damit den Ausbau von regenerativen Stromerzeugungsanlagen. Und je mehr Ökostrom erzeugt und in den Stromsee eingespeist wird, desto sauberer wird der See. Um die Umwelt besser zu schützen, soll in Deutschland immer mehr Strom aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden. Und Pauls Eltern helfen dabei mit, dass immer mehr Ökostrom in den Stromsee fließt. SWU. Zusammen für eine bessere Umwelt.